So, da wurden wir ganz kurz unterbrochen, aber es ist dunkel geworden, okay. Gott sei Dank hat sich ja nicht viel getan. So. So, dann. Okay, dann brauchen wir nochmal einen Wooden Cutter. Sicher! Wir müssen auf alle Fälle Diamanten haben. Wie viel haben wir denn? 10. Für einen Diamanten würde ich das sogar ausgeben. Wie viel haben wir denn davon? 4. Wir brauchen 8, ne? Mhm. Das heißt Zombies suchen. Ja, ist natürlich sehr geil. Super, habe ich an das glaube ich gar nicht gedacht. Was brauchen wir denn dafür? Ah ja. Okay, da kommt nämlich schon die erste die Sache hier. Ja. Sofort dann gleich wieder da. Er muss ja hier sowieso erstmal machen. So. Lass es auch beschäftigt machen, damit hier nicht immer ja und damit nicht immer klingen kommt. Klingen, klingen, klingen. Oh, das hätten wir aber auch echt mal jemand vorher sagen können. Scheiße, sind die alle so... Alter, sind die Sachen teuer? Und die Dinger sind am allerteuersten, jawohl. Das wird wahrscheinlich beim anderen Ding ja auch nicht anders sein. Gucken, wie ich es finde. Hier ist es. Noch ein... Zurück. Oder nicht? Da ist es doch das hier. Oh, das ist günstiger. Dann würde ich nämlich erstmal dann so ein Ding machen. Dann müssten wir dann nur erstmal den Creeper davon besiegen. Muss ja nur noch ordentlich Diamanten suchen. Weil für die ja leider auch Diamanten brauchen. Dann nehme ich hier mal alles mit. Schon das Fertige. Wir können nämlich eine riesige Farm bauen, erstmal nur eine ganz kleine. Aber dann später eine größere. So. So, wie baue ich dich nochmal? Okay, jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Brot an. Ich wollte ja Dings daraus machen. Komm drauf, nichts vergessen. So, wir müssen hier nochmal das erste Ding hier nochmal fertigstellen. Einer mit. Ich habe ja auch schon Wassereimer, das passt sich ja noch besser.
Dann mache ich nämlich erstmal zwei Stück. Wie wir überhaupt hier erstmal was haben. Das packe ich dann erstmal irgendwo hier hinten hin. Deswegen muss ich aber warten, bis Tag ist. Sagen, das packe ich hier hin, erstmal hier in der Seite. Dafür brauche ich jetzt aber erst einmal ja, ein bisschen was. So. Das leckt's gerade ein bisschen. Wenn da am Ende bestimmt noch mal irgendwie eine andere Idee haben, wie wir die Farm dann besser und größer bauen. Auf alle Fälle müssen wir in den Dings, in den Nether, um da mal Dings zu holen. Bloß dann das, was brauchen wir, wie wir gesehen haben, für diese Solardinger. Und ein Solar, ein Solargetriebe, also mit einem Solarpanels und so, das wäre mir schon sehr wichtig. Und wir finden nämlich nicht immer mit Kohle und allem möglichen, aber wir haben ja genug Holz. Wir können sogar die Holzkohlemasten machen. Mit den Dingspipes da. Von, komm drauf. Von Buildcraft. So, jetzt muss ich aber erstmal die richtigen. Oh, wir haben hier. Ah ja, okay. Meat Bucket. Und zwar brauche ich diese Schiene. Ist sie bei den anderen Schienen? Nee. Ist sie hier? Nee, nee, nee. Was haben wir denn hier? Ah, da ist sie. Was brauche ich denn dafür? Ah, okay, das geht ja. Dann müssen wir nur so ein Cargo-Ding hier machen. Oh, dafür brauchen wir aber ordentlich Sachen, du. Eieieiei. Erstmal ist das Ding hier fertig. So, dann kommen wir hier mal ein neues. Einfach einmal Zinn. Packen wir mal hier ein neues Dings rein. Dann baue ich jetzt überhaupt erstmal so ein Ding. Da ist er. Zwei Stück davon brauchen wir. Oh fuck. Zwei. Haben wir zwei davon. Dann brauchen wir noch mal vier davon, ne? Ja, vier Kobble. Okay, schon unsere erste Sache. Kann ich den eigentlich ohne Beschwerden wieder abbauen? Ich will es hoffen. Dann packe ich den nämlich hier nämlich erstmal nur irgendwo rein. Kann man hier bis 15 mal alle leer machen, immer schnell. Um mal Boden zu verlegen. Ich baue ich dann gleich um. Gleich ist gut in der nächsten Aufnahme, weil wir nämlich gleich schon am Ende der ersten Aufnahme sind. Und ich glaube, dass ich nicht so wie beim letzten Mal, weil ich habe ja das letzte Dings abbrechen müssen. Also jetzt nicht das letzte Let's Play, sondern jetzt den oh, passt perfekt. Ich habe ja schon mal Dings aufgenommen, dieses hier. Ich hatte dann einen anderen Mod benutzt. Aber da war mir dann der hier insgesamt doch lieber.
weil einfach viel geiler ist. So, nochmal das Ding. Ich packe den jetzt erstmal hier hin. Wenn ich ihn jetzt abbaue, gut, dann bekommen wir einen zurück. So, haben wir erstmal so ein riesiges Interface, alter Verwalter. So, dann geht's jetzt mal los. Dann brauchen wir nämlich als allererstes, haben wir Waffen. Fett. Dann brauchen wir als allererstes erstmal ein Engine. Ich gehe davon aus, dass wir das hier finden werden. Da ist er doch. Coal Engine. Oh, das ist aber einfach zu bauen. Also nochmal. Coal Engine. Ist auch etwas teuer, aber... einmal ein Engine. So, dann brauchen wir einmal die Seitenkisten. Ah ja. Dann müssen wir die da erstmal bauen. Dann mache ich gleich mal zwei Stacks. So. Dann mache ich jetzt erstmal vier Stück davon. Das war ja alles voll, ne? Die erstmal. Wie viel brauchen wir davon? Zwei. Davon kriegen wir zum Glück auch acht Stück mit einmal. Komm, mach hier einen. Dann haben wir nämlich gleich. Dann können wir nämlich auch gleich hier, nachdem wir das Ding fertiggestellt haben. Müssen wir mal gucken. Tools, Engines haben wir dann. Ne, das Ding haben wir gar nicht gebaut, ne? Oh, wir brauchen nochmal so viel. Gut ist, dass man bei den Dingern immer so viel auf einmal bekommt. Dann haben wir seitliche Kisten. Dann brauchen wir jetzt nochmal zwei davon. Ich glaube, das ist sowas wie diese Electric Circuits, was wir hier jetzt bauen. Also diese Dinger hier. So. Dann dürfen wir das jetzt haben. So, einmal. Das Ding vorne ist total geil, wie das da vorne aussieht. Dann einmal so die Seitenkisten und ein Motor. Jo, das dürfte es dann sein. Und Enter. So, 12 Minuten dauert das. Ganz schön lange. Bauen wir mal 10 Stück rein. Ich glaube, das wird nicht ausreichen. Der frisst das Ding ja jetzt schon einmal alle. Dann machen wir hier mal die Hälfte, 25. So. Rein damit. So, der braucht dann erstmal noch eine Viertelstunde. Ich werde das fürs nächste Mal nicht fertig machen. Weil mir einfach zu viel Arbeit ist. Was wir aber schon mal machen können, ist hier, wo wir gerade Tag jetzt haben, erstmal was essen. Ist da klingelt das Telefon nämlich schon. Ja, ich bin gleich mal kurz wieder da. Warte. Komm! Minecraft. So. So.
So, können wir mal ausgraben. So, und dann haben wir das. So. Dann müssen wir dieses Cargo-Ding da das nächste Mal bauen. So. Dann haben wir nämlich dann schon mal die Strecke. Der macht das ja dann alles automatisch. Was ich total geil finde. Dann bauen wir hier demnächst so ein riesiges Ding draus. Das ist jetzt erstmal der Anfang. Das gibt es ja dann auch noch für die Bäume. Dafür brauchen wir aber erstmal ordentlich Diamanten. Und dieses Unbreaking-Ding brauchen wir auch übelste viele Sachen, ey. So. Dann machen wir nochmal hier schnell. Bis es soweit ist. Komm da rein. So. Dann haben wir das auch. Steht so in etwa der Grundriss fürs Haus schon mal. Finde ich echt, das ist total geil geworden. Ich glaube, das kann sich noch zu einem richtig nicen Haus entwickeln. So, alles reinpacken. Erstmal hier zu haben. Mach hier wohl immer Dreierfenster rein. Das wird dann wohl insgesamt dann am besten passen. Okay, also wir brauchen doch mehr Kohle, als ich gedacht hätte. Okay, wir sind schon wieder 5 Minuten dran. Was ist das denn hier, ey? Ich muss das auf alle Fälle mal... Der macht Musik. Es gibt sogar ein Tiny Engine. Sagt ja auch kein Creative Engine. Das ist wahrscheinlich Thermal Engine. Oh, fett, Alter. Creative Hall. Wheel. Das sind doch die Dinger, die wir brauchen, ne? Ja. Alter, so teuer. Top Chest. Ja, wenn dann schon bei Top Chest zu beiden Seiten, ne? Bis 5 nach haben wir schon. Na, komm schnell, wir wissen es hier nochmal. Hier unten das Ding, vielleicht haben 4. Einmal brauche ich noch. Den Rest machen wir dann nächste Aufnahme. Vermutlich denn demnächst. Wann weiß ich noch nicht. Werden wir dann sehen. Reicht schon rein? Ne, das reicht auf gar keinen Fall. Nochmal 3. Eine Treppenstufe machen. Ja, da klingt es nämlich schon zum zweiten Mal. Ja, ich komme. Der wird immer lauter. Ah. So. Nein! Bitte nicht. Tastatur, gib jetzt nicht den Geist auf. Bitte. Noch diese paar Sekunden. Oh Mann!
Geile ist, sie verstehen es auch nicht, wenn ich immer hier sage, sofort. So, dann war's das jetzt aber auch. Habe ich alles gemacht. Hier ist der schicke Flur. Jetzt haben wir es fast einbruchsicher. Und dann gehe ich mal hier so oben in die zweite Etage, wo es auch schon relativ schick aussieht. Hier, guck mal, echt geil. Und mit der wunderschönen Musik verabschiede ich mich. Der Mond geht gerade auf, die Sonne geht gerade unter. Verabschiede ich mich hier von euch, von der ersten Aufnahme von Let's Play Galactic Craft. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, die ich demnächst wahrscheinlich machen werde, weil ich wieder vorproduziere wie ein Verrückter, weil es mir einfach so viel Spaß macht und ich es einfach nicht hochladen kann. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahme. Bye bye!